Willst du durch das Gebäude durch? Oder es vielleicht zerstören? Autsch. Damit hat sich deine Frage wohl erledigt. Manchmal ist Zerstörung der einzige Weg. Wenn du meinst. In dem Spiel scheint es der einzige Weg zu sein. Wie viel Muni haben wir denn hier? Naja, ich glaube, ich wechsle wieder zu der Pistole. Ich schätze, mordende Mutationen haben sie in der Broschüre für diese Urlaubshölle nicht erwähnt. Venus Menschenfresser. Ihre Laute verraten ihre Standorte. Lecker. Die Flora hier ist mutiert, ein Großteil ist empfindungsfähig. Bei meinem ersten Trip wurde die Hälfte meines Squads gefressen. Nicht cool. Wie geht's weiter? Hallo? Wir sind da. Achso. Seilbahn ist schon was Cooles. Hier bist du schon da? Ja. Bist du schon da? Scheiße, ey. Mann, diese verdammten Sniper. Und dann nehme ich immer nicht die Sniper, wenn ich die mal brauche, ey. So. Da. Oh, ich blick grad überhaupt nicht durch, ey. Mann. Overkill. Noch jemand? Entkretet. Findet die Kapsel. Kapsel? Welche Kapsel? Vorspann. Da ist sie. Boah, nein. Ich habe das Gefühl, diese Skulls-Bastarde folgen uns. Wir sind nicht ihr Ziel. Sie wollen zu dieser abgestürzten Kapsel. Serrano ist da drin. Serrano! Sie müssen dort sein und den General beschützen. Du Biatch! Widerspricht das etwa deinen wahren Motiven? Ich hab gesagt, ich bring dich hier weg und... Hey! Unser Häschen ist weg! Da! Michi, was machst du denn? Habe ich keinen Grund, dich leben zu lassen. Verdammt, lass sie runter! Michi, reiß dich zusammen, Junge. Genau zu. Du tust, was ich sage. Beim nächsten Verrat breche ich dir das Genick. Toller Freund. Früher war er das. Aber er hat dem Falschen vertraut. Ach, Grayson. Dann siehst du mal, wie scheiße du eigentlich bist. Und schon wieder ist es viel zu ruhig, ey. Die Autos sehen auch ein bisschen... Obwohl... Für die Zukunft. Und was ist hier passiert? Wieso ist hier die Zivilisation zusammengebrochen? Kann mir das mal jemand sagen? Wahrscheinlich nicht. Du hast es blockiert. Ich sehe keine Alternative. Was ist mit dir, Trishka? Jeder Affe würde das erkennen. Tja, dann hilf uns mal, Äffchen. Ich fühle mich momentan nicht besonders mildtätig. Finde es in den nächsten 15 Sekunden raus und hey, du hast einen Wunsch frei. Na, das wirst du noch bereuen. Das ganze Ding ist schief und da hängt eine Kugel. Ich glaube, das ist sehr offensichtlich, oder? Also ich... Ja, okay. Das hat man ja auch im Titelbild gesehen. Doing. 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 Verdammt schwere Rätsel, wirklich. Ja, schön.
Also, wie ist dein Wunsch? Du verzeihst, Ishii. Er ist kein schlechter Kerl. Er hat nur eine schwere Zeit hinter sich. Er hat das nicht. Okay, ich versuch's. Ich hätte mir jetzt was anderes gewünscht. Was ist los mit Grayson, ey? Bin ich nochmal so gefühlsdudelig. Was denkst du, ist hier passiert? Oh, keine Ahnung, wo soll ich das denn wissen? Muni voll. Das reicht noch. Und die auch. Kann ich jetzt das freischalten? Hoppala. Ich höre sie. Was hörst du? Wo muss ich denn lang? Ich war doch schon richtig, oder? Ja. Achso. Muni! Alter, wie viel hält denn der aus? Tja. Zerstochen. Ich höre einen Roboter. Das ist ein Roboter. Wo komme ich da hin? Ich will zu den Roboter. Haltet mir die Fressen. Ich will zum Roboter. Scheiße, und ich kann nicht mehr zurück. Verdammt. Das sind 500 Punkte, Mann. Roboter! Scheuse. Mist. Wo ist der Heli? Oh! Sorry, Ishii. In der Wut. Schlagabtausch? Komm doch her, ich will spielen. Ach ja. Den übernehme ich, Ishii. Nicht dein Spielzeug. Sesam, öffne dich. Scheiße. Eieieiei. Mehr musst du nicht sagen. Ja, toll. Gut zu wissen. Stirb! Nein, verdammt! Jetzt gibt's auf die Nuss. Komm schon. Yeah! Schleudertrauma. Ha! Geil! Was ist das hier? Aha. Was macht das Ding? Viel Munition, das scheint ja nicht sehr gerade. Aha. Aha, okay. Loshalten und dann... Okay, blablabla. Dunkelheit, ich komme. Ich hoffe, du bist bereit für mich. Mann, ich habe Angst im Dunkeln. Wo ist mein Nachtlicht? Vierter Akt, Kapitel 2. Menschenfrecher lieben die Enge. Ach so, ja. Aber das Titelbild zeigt mir schon wieder echt tolle Sachen, ey. Wenn es keine Menschen gibt und kein Kannibalismus, dann muss es natürlich irgendwelche komischen menschenfressende Pflanzen sein. So. Merkwürdige biologische Zusammensetzung.
Aua! Was zur Hölle ist das denn? Miese Scheiße! Du kriecherische Konföderationsschmutz, ey! Was zur Hölle ist mit euch los? Beruhigt euch, verdammt! Die Psychotropen, Dissoziativa in diesen Dingern, verursachen aggressive Halluzinationen. Eine Antifriedenspfeife also? Ja, in Affensprache, ja. Das kann bestimmt sehr nützlich sein. Wie heißt denn das Ding? Bouncer. Freischalten. Ich weiß gar nicht. Die gewaltige Bazooka wurde ursprünglich für schwere Abrissarbeiten verwendet. Sie verschießt aufschlagsresistente Explosivgeschosse, die von Oberflächen abprallen und es in ihren Benutzer somit ermöglichen, auch schwer erreichbare Ziele unter Beschuss zu nehmen. Ich weiß nicht. Ich mach's einfach mal. Ich liebe das Risiko. So, und dann gucken wir mal, wie ich damit umgehen kann. Wahrscheinlich nicht besonders gut, aber wir werden es ja sehen. Schieß auf die Spore! Du hast doch gesagt! Alter, scheiß Ding ab! Ja, hab ich doch. Siehst du, selbst der größte Scheiß hat einen Nutzen. Deshalb haben wir ja auch... Das heißt, es sind Kugeln. Ist ja witzig. Der stark scheint die... Hoho! Gegengift. Nice. Plupp. Hab aber nur noch drei Kugeln, das ist echt... doof. Übernehmen die Spitze. Scheiß Angeber. Hoppala. Wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Auf Ishi. Geschafft. Ja, Trischka, und wie geht's dir so? Ja, ganz gut. Hey, komm hier rauf. Oh, Ishi, was machst du denn? Kümmer dich selber drum, Ishi. Verdammtes Vieh. Alter, nein. Scheiße war das denn? Och nee. Kumpel ist der Nachtisch. Wir müssen weiter. Wir gehen erst, wenn ich eine Leiche sehe. Wenn du hier bleibst, wirst du zwei Leichen sehen. Ich bin also ganz allein daraus? Wie du willst, Schwester. Aber ich... Meine Peitsche empfängt was. Ha, dieser ausgekochte Metallbastard sendet uns ein Signal. Oh. Verdammt, er ist unter der Erde und bewegt sich ziemlich schnell. Die Pflanze bringt ihn wohl in ihr Nest. Jetzt ist die Kleine also plötzlich auch noch Botanikerin. Ach, Ishi, du machst nur Scheiße. Oh oh. Na, watch out, ja, schön dich zu sehen. Sind wir sicher, dass deine Kanone groß genug ist? Die Größe ist nicht entscheidend. Es kommt nur auf die Technik an. Ja, glaub das ruhig. Mach mal nicht so doof. Hui! Somewhere over the rainbow. Komm in die Gänge. Ishi hat nicht mehr viel Zeit. Sind wieder diese komischen Pilze. Oder was auch immer das sind. Oh, das hört sich wieder toll an. Na komm her. Nächster bitte. Nächster bitte. Nächster bitte. Vielen Dank. Mal sehen, ob ich es diesmal hinkriege. Ich glaube zwar nicht, aber... Geht doch. Weil da nur einer erwischt.
Ach ja, was für ein Urlaub. Boah. Habe ich schon mal gesagt, dass das Hammer aussieht?